Männers und Mädels, ihr habt es euch gewünscht und jetzt ist es soweit. Was ist Skunk und warum ist es so wichtig in der Geschichte des heutigen Cannabis? Heute gehen wir der Sache auf den Grund. Dajö, starten wir los. Grobe Einordnung. Vielleicht hast du schon mal Leute von Skunk reden hören, die damit einfach irgendein x-beliebiges Gras meinen. Vielleicht, weil es besonders stark riecht oder einen besonders starken Effekt hat. Tatsächlich wird der Begriff von vielen fälschlicherweise als Oberbegriff für Weed generell benutzt. Vor allem in Großbritannien ist das der Fall. Einige Medienunternehmen versuchen da auch den Begriff ultra negativ zu framen. Skunk sei das neue Killergras und so ein Quatsch. Lass dich davon nicht verwirren. Nachdem wir hier weißt du, wie es wirklich ist. In Wahrheit steht Skunk nämlich für eine der ersten kommerziell erhältlichen Cannabis-Sorten. Also genauso wie zum Beispiel Haze oder Kush. Über den Unterschied zwischen Haze und Kush habe ich auch vor einer Weile schon mal ein Video gemacht. Findest du in der Infobox verlinkt. Der Begriff Skunk bedeutet übersetzt Stinktier. Der Name ist auch Programm, weil das Weed tatsächlich für seinen starken und stechenden Geruch bekannt ist. Dass das tatsächlich auch biochemisch mit dem Stinktier zusammenhängt, da gehen wir gleich noch drauf ein. Schauen wir uns aber erstmal an, wo die Ursprünge des Skunks liegen. Herkunft. Wir gehen zurück in die frühen 70er, in denen fast das ganze Gras in den USA aus Mexiko und aus Kolumbien importiert wurde. Zu der Zeit war das Weed meistens komplett versamt, also voll mit unrauchbaren Samen. Grund dafür war wahrscheinlich, dass man zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden hatte, dass man am besten nur weibliche Pflanzen züchtet, um eben das zu vermeiden. Diese Backseeds, die dann neben den gekauften Buds noch mit im Baggy waren dann der Ausgangspunkt für einige Experimente unter Growern. Auch der legendäre Sam the Skunk Man hat mit seinem Team der Sacred Seed Company nach besseren und ungewöhnlichen Pflanzen gesucht, um damit neue Züchtungen zu erschaffen. Dabei soll dann auch die Urform des Skunks als Polyhybrid aus verschiedenen Strains entstanden sein. Genauer gesagt waren das zwei Sativa-Landrassen, nämlich erstens Colombian Gold aus dem Santa Marta Gebirge in Kolumbien und zweitens Acapulco Gold aus der Region um Acapulco in Mexiko. Zusätzlich wurde aber auch noch eine potente und reine Indica-Landrasse aus Afghanistan mit reingekreuzt. Die Urform vom Skunk war also ein Sativa-Indica-Hybrid. Das hat einige Vorteile, da gehen wir nachher noch drauf ein. Weil es in den USA zu der Zeit mit den Cannabis-Verfolgungen immer heißer wurde, ging Sam the Skunk Man nach Amsterdam. Gerüchten zufolge hat er sogar vorher in den USA im Knast gesessen und sobald er frei war, ab nach Holland. Das war in den frühen 80er Jahren und er kam dann an mit einem Gepäck voller Samen. Sehr gute Entscheidung, weil innerhalb von wenigen Jahren hatte Sam the Skunk Man dann zusammen mit niederländischen Züchtern die weltbekannte Skunk Number One erschaffen, die der Ausgangspunkt für eine ganze Skunk-Familie werden sollte. Das sind easy zu kultivierende Pflanzen mit extrem hohen Erträgen, die Pflanze auch bis heute bei Homegrowern ultra beliebt macht. Schauen wir uns das mal genauer an. Anbau und Aussehen. Die Kombination aus den genannten Sativa- und Indica-Landrassen bringt verschiedene Vorteile für den Anbau mit. Besonders in Innenräumen wächst Skunk zuverlässig mit gleichbleibend guten Ergebnissen und hohen Erträgen. Skunk Number One ist easy anzubauen und deswegen auch super für Anfänger geeignet. Der Wuchs ist eher Indica-like, kompakt, buschig, schnell. Perfekt also für den Indoor-Anbau in der Growbox, wo man halt nicht so viel Platz hat. Auch die Blütezeit ist mit 8 bis 10 Wochen ziemlich kurz, wodurch man die Ernte schnell einfahren kann. By the way ist oft die Trichomenproduktion bei der Sorte brutal, wodurch die sich auch mega gut für die Herstellung von Haschisch eignet. Die Buds sind tendenziell eher dunkel mit einer ordentlichen Bestückung an orange-roten Stempeln. Auch die dickfingerigen Fächerblätter und das dichte Blätterdach sind dunkel und breit. Falls du dir mein Video zur Einordnung von Indica und Sativa schon mal gegeben hast, dann wird dir hier vielleicht aufgefallen sein, dass die Pflanze eher Indica-mäßig aussieht. Die Wirkung ist aber tatsächlich eher Sativa-lastig, erhebend, mit aber auch einem entspannenden Indica-Einfluss. Wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Like and subscribe.
Mein Lieber, eine Sache muss ich ganz kurz loswerden. Fast 80% der Leute, die meine Videos gucken, den Kanal nicht abonniert. What? Ey, falls du Cannabis-Themen und meine Videos feierst, dann abonnier bitte den Kanal. Kostet dich nichts. Nur einen Klick und du hilfst mir dabei, extrem auf YouTube zu wachsen. Tschüssi und weiter geht's mit dem Video. Wirkung von Skunk. Wie schon erwähnt, Skunk ist ein Hybrid. Hat also sowohl Indica als auch Sativa Einflüsse. Tendenziell schiebt die Wirkung eher nach vorne. Unmittelbar nach dem Konsum hat man ein schönes High, was sowohl geistig als auch körperlich erhebt und kreativ macht. Gleichzeitig merkt man aber auch den Indica-Einfluss, weil der Effekt so ein bisschen gedämpft ist und man sich darauf auch ganz gut entspannen kann. Nach dem euphorischen und zerebralen Anfang verwandelt sich die Wirkung dann, angetrieben von der Indica-Genetik, schrittweise zu einem Gefühl des körperlichen Breitseins. Daher ist die Wirkung auch wunderbar für den Abend geeignet. Hier und da noch ein paar Sachen regeln und dann, wenn man Bock hat, ganz entspannt runterkommen. Wichtig hier ist aber noch zu erwähnen, dass es mittlerweile unzählige Kreuzungen aus Skunk gibt, die wirkungstechnisch in jede Richtung gehen können. Ein guter Indikator ist da meistens die Verteilung von Indica und Sativa. Ich weiß auch, das ist so forschungsmäßig nicht ganz korrekt, aber man kriegt halt ganz gut eine Vorstellung davon, in welche Richtung es geht. Wenn Indica überwiegt, dann macht dich der Strain eher stoned und wenn Sativa überwiegt, dann schiebt der Strain nach vorne. Wenn du das mit den Wirkungsrichtungen und Sativa und Indica und so nochmal genauer wissen willst, dann schau dir unbedingt mein Video dazu an. Hab ich dir auch verlinkt in der Infobox. Geruch von Skunk. Fast jeder kennt den charismatischen Geruch von Cannabis. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Skunk-Strains polarisieren mit ihrem stechenden und würzigen Geruch aber sicher nochmal ein gutes Stück heftiger. Eben schon erwähnt, Skunk heißt Stinktier. Und in der ein oder anderen Nuance ist das tatsächlich so ein bisschen wie der Geruch von dem Abwehrsekret von diesem nordamerikanischen Säugetier. Wenn man das geil findet, dann ist das gar nicht mal so weird, weil vergleichbar mit Kleber oder Benzin, man weiß irgendwie, dass das nicht richtig ist, aber irgendwie riecht's dann doch gar nicht mal so schlecht, oder? Beim Skunk schwingen wohlgemerkt noch ein paar fruchtige und zitronige Noten mit, die den würzigen Geruch ein bisschen abrunden. Das ist, by the way, vor allen Dingen bei den neueren niederländischen Züchtungen der Fall. Bei der originalen Skunk Number One, die ist stechend und würzig. Wie kann es aber sein, dass der Geruch von Cannabis generell oder von Skunk ganz speziell tatsächlich auch biochemisch was mit dem Abwehrspray vom Stinktier oder auch Pfefferspray zu tun hat? Eine brandaktuelle Studie hat ergeben, dass dieser spezielle Scent nicht mit den Terpenen zusammenhängt, wie das sonst bei Cannabis-Aromen meistens der Fall ist. Stattdessen handelt es sich um flüchtige Schwefelverbindungen oder auch VSCs, die sowohl im Cannabis als auch in der Abwehrsubstanz vom Stinktier zu finden sind. Heftig, oder? Hier jetzt biochemisch ins Detail zu gehen, würde den Rahmen vom Video bei weitem sprengen. Das ist aber safe nochmal ein Thema für ein eigenes Video. Also Kanal abonnieren, damit du das nicht verpasst. Beliebte Skunk-Sorten. Es ist hier fast schon zur Tradition geworden, dass wir uns noch ein paar Sorten angucken. Und womit sollte man eher anfangen als mit Skunk Number One? Die Mutter aller Skunk-Sorten. Mit diesem Hybriden hat man genau die genannten Wirkungen beim Konsum und Vorteile beim Anbau. Der Sieg beim ersten Cannabis Cup 1988 macht diesen Strain zur Legende. Zweitens, Super Skunk. Super Skunk ist eine Kreuzung aus Skunk Number One und einer saupotenten afghanischen Indica-Sorte. Der Geruch ist nochmal deutlich schärfer als beim Original und die Wirkungsrichtung drückt dich massiv ins Sofa. Auch Super Skunk hat in den 90ern einen Cannabis Cup gewonnen. Drittens, Skunk Auto. Selbstverständlich gibt es mittlerweile auch einige Autoflowering-Varianten. Zum Beispiel von Sensi Seeds, den Strain Hunters, Royal Queen Seeds und wie sie nicht alle heißen. Wie immer wurde Skunk hier mit einer Ruderalis-Sorte gekreuzt, um diesen Autoflowering-Effekt zu schaffen. Sativa- und Indica-Anteile variieren stark.
Tja, und das war's. Mein Lieber, es gibt natürlich noch unzählige andere Sorten mit Skunk-Genen. Welche kennst du noch? Und welche hast du vielleicht sogar schon getestet? Schreib's in die Kommentare. Weil mein Kanal noch so klein ist, kann ich auch auf alles antworten und wir können richtig geile Diskussionen führen. Ich freue mich drauf. In dem Sinne, wir sehen uns nächste Woche. Yalla, bye.